Hallo und herzlich willkommen zum Schüleranmeldetutorial für Work at SICK, euren Firmenerlebnistagen. Für die Anmeldung klickt ihr auf die eingeblendete Internetseite und geht hier auf den Button Schüleranmeldung. Danach füllt ihr alle Felder aus. Wichtig hierbei, jede E-Mail-Adresse darf nur einmal vergeben werden. Fast geschafft! Nun müsst ihr nur noch eure E-Mail-Adresse bestätigen und eure Kontaktdaten angeben. Achtet hierbei auch wieder darauf, dass ihr nicht zweimal die gleiche E-Mail-Adresse eingibt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Nachdem ihr euren Account erstellt und euch eingeloggt habt, könnt ihr bei allen teilnehmenden Unternehmen auswählen, an welchem Firmenerlebnistag ihr teilnehmen wollt. Dazu klickt einfach das Gefällt mir-Zeichen und markiert eure Erlebnistage. Nachdem ihr eure Tage in die Merkliste gesetzt habt, wählt sie einzeln aus über euren Account und hier könnt ihr sie dann letztendlich zu euren Firmenerlebnistagen hinzufügen. Die maximale Anzahl an Firmenerlebnistagen, die ihr auswählen könnt, ist 5. Falls ein Firmenerlebnistag ausgebucht ist und ihr nur auf der Warteliste steht, verzagt nicht, ihr könnt noch nachrücken. Falls ihr an einem Firmenerlebnistag nicht teilnehmen könnt, gebt den anderen Teilnehmern eine Chance und meldet euch vorher bei dem Unternehmen ab. Ganz wichtig, wenn ihr euch mit zwei Accounts an demselben PC anmelden wollt, dann müsst ihr euch davor immer ausloggen, sonst funktioniert die zweite Anmeldung nicht. Ihr seid euch noch nicht wirklich sicher, welche Firmenerlebnistage ihr alle besuchen wollt? Dann klickt auf Details und guckt euch die einzelnen Unternehmen genauer an. So, jetzt seid ihr bestens informiert und ich wünsche euch viel Spaß bei den kommenden Firmenerlebnistagen. Macht's gut!